hey, ich habe keine Angst, dass man mich sieht. So, das. Und vielleicht würde ich das auch darum gewinnen, weil ich anders bin. Ich bin nicht nur dieses Body Positivity, sondern ich bin geil, auch mit ein paar Kilo zu viel. Was heißt zu viel? Wer bestimmt das eigentlich, ist es zu viel? Hallöchen, ich bin Zoe, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Stuttgart und ich bin Naturmedizin-Studentin. Ich mache bei JTM mit für die krasse Erfahrung. Ich freue mich am meisten auf die richtig geilen Shoots, die so mit Adrenalin verbunden sind und in so verschiedenen Locations sind, die man halt nicht so täglich sieht. Ich will Action. Ich habe in Griechenland gelebt, über 5 Jahre, und da ist noch die Mentalität so, ja, große, schlanke Frauen. Und damals war ich super unsicher. Damals dachte ich, ich wäre dick oder ich bin weniger wert, weil ich vielleicht 2-3 Kilo mehr drauf habe und halt ich nicht so bin. Und als ich dann angefangen habe, richtig Sport zu machen, also den Kampfsport, dann später MMA und das Fitness, ich wurde immer stärker. Ich habe mir immer gedacht, hey, ich gefall mir doch so. Bitch, I get high. So Mädels, die ein bisschen curvy sind, die sind nicht süß und immer so und nett und bla und tralala. Die sind tough. Egal wie man aussieht, also egal ob man schlank ist, also ganz schlank heißt ja auch nicht, man ist gesund. Und man kann auch etwas übergewichtig sein, jeden Tag Sport machen, sich gut ernähren und trotzdem gesund sein. Und das ist halt, that's me. Eine Erinnerung, die mich glücklich macht, ist, als ich meinen Chihuahua-Hund adoptiert habe, so als ich sie in den Armen hatte. Und also nachdem ich sie adoptiert habe, bin ich mit einer Freundin ins Restaurant und haben was gegessen. Sie hat eigentlich geschlafen, weil sie war wirklich ein super Baby. Hat sie irgendwann mal ihren Kopf so rausgemacht, weil ich hatte sie so in so einer Decke in meinem Arm wie so ein Kind. Und hat einfach ein Salatblatt von meinem Teller geklaut. Und da bin ich immer glücklich, wenn ich so dran denke, weil ich das voll süß finde. Lila, wie die Farbe Lila. So sieht meistens unser Samstag und Sonntag aus. Mein Traum für die Zukunft ist, das, was ich machen werde, was die Zukunft eben bringt, das weiß man nicht ganz genau, auf jeden Fall erfolgreich darin zu sein. Wie soll man das definieren? I don't know. Ich glaube, wenn man in sein Konto guckt und sieht, dass es gut bestückt ist, dann weiß man, ist man erfolgreich.